Ja, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Das Unsagbare. Das heutige Thema ist die juristische Perspektive und ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Referenten, Herrn Professor Dr. Benno Zabel aus Bonn und Rabbiner Akiva Weingarten aus Dresden und Basel. Herzlich willkommen, Herr Weingarten und Herr Zabel. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Schrittfolge von Veranstaltungen präsentiert und uns immer mit dem Unsagbaren auseinandergesetzt. Wir begannen mit der philosophischen Perspektive und haben erstmal festgestellt, wie komplex auch das Thema ist, gerade auch wenn man über Begriffe und Begriffsreferenzen nachdenkt. Im zweiten Schritt haben wir tatsächlich Sprache betrachtet und die Lücken von Sprache oder auch das Nichtsagbare in Sprache präsentiert. Die theologische Perspektive, inwiefern kann man von Gott reden? Die künstlerische, die immer schon eine politische Aussage ist, die aber gar nicht mehr an Kriterien wie Schönheit festzumachen ist, sondern am politischen Diskurs, mit dem wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben. Heute kommen wir zu einem Thema, die juristische Perspektive, die mich persönlich immer schon bewegt. Kann man eigentlich juristisch Dinge verbieten zu sagen, auch wenn sie falsch sind? Und was bedeutet es eigentlich für eine Gesellschaft, dass sie sie verbieten muss? Das wäre noch eine zweite Frage, die man anschließt. Ich habe zwei, drei Fragen in das Programm geschrieben. Inwieweit ist das strafrechtlich relevant, wenn ein Mensch das Unsagbare ausspricht, schreibt oder medial verbreitet? Sollte dieses Verhalten strafrechtlich sanktioniert oder durch religiöse Vorschriften verboten werden? Im Hintergrund steht natürlich die Auschwitz-Lüge. Darf man ein Ereignis negieren, was tatsächlich stattgefunden hat? Und was bedeutet es für diejenigen, die davon betroffen sind? Und wie geht man damit gesellschaftlich um, als auch in der eigenen Betroffenheit? Insofern habe ich zwei Referenten eingeladen, einmal einen Juristen und Rabbiner Weingarten als jüdischen Theologen und gläubigen Menschen. Und wir haben ausgemacht, dass Professor Zabel am Anfang uns ungefähr 25, 30 Minuten in die gesellschaftlich-rechtsphilosophische Perspektive mit hineinnimmt und Rabbiner Weingarten dann ein 10-minütiges Statement direkt anschließt. Professor Zabel hat Rechtswissenschaften, Philosophie, Germanistik in Leipzig und Berlin studiert, war dann wissenschaftlicher Assistent, hat in Leipzig promoviert, sich habilitiert, ist seit 2015 Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität in Bonn, hat verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten inne, ist zum Beispiel Fellow am Käthe-Hamburger Kolleg oder Mitglied der Forschungsgruppe Zurechnung in modernen Gesellschaften, aber er ist auch, das fand ich wieder interessant, zweiter Vorsitzender der Internationalen Vereinigung für Rechtsphilosophie. Insofern passt das, dass wir heute uns sozusagen mit einem Thema beschäftigen, was ja auch eine Frage ist, die weit über das Juristische hinausreicht, mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Akiva Weingarten kommt aus New York, er ist in New York aufgewachsen, ist in einer ultraorthodoxen chassidischen Familie aufgewachsen, hat dort Talmud studiert, ab 2001 dann in der Talmud-Schule in Israel. Und 2014 ist er dann nach Berlin umgezogen. Das war für ihn auch ein Bruch in der eigenen Biografie, weil er sich gelöst hat von der ultraorthodoxen Linie des Judentums. Und Rabbiner Weingarten ist seit 2019 hier in Dresden Rabbiner. Er hatte zuvor dann jüdische Studien an der Freien Universität in Berlin und der Universität Potsdam studiert. Ein wichtiges Anliegen von Rabbiner Weingarten ist die Besht Yeshiva, eine Tora-Schule für ultraorthodoxe Aussteiger, die erste ihrer Art. Also er begleitet junge Menschen, die sich ein Stückchen aus dem engen religiösen Binnenraum lösen wollen. Gut, das ist aber nur zur Nebenseite. Ich denke, wir sollten jetzt gleich in die Vorträge kommen, wenn Professor Zabel beginnt. Lassen Sie mich noch zwei, drei technische Ansagen machen. Sie können wie immer Fragen stellen bei der Veranstaltung und das bitte ich Sie auch aktiv zu tun. Zum einen, wenn Sie auf das Zoom-Programm mit der Maus gehen, sehen Sie unten diesen Button Reaktionen, also auf der unteren Leiste, wo Ihr Video-Button ist und das Stummschalten ist ganz rechts, der Button Reaktion. Da können Sie draufklicken und die Hand heben, das sehe ich dann nachher in der Diskussion und nehmen Sie dran. Sie können dann würden wir Ihren Bildschirm entsprechend und Mikrofon freischalten lassen und Sie können dann entsprechend Ihre Frage formulieren.
Sie können außerdem Ihre Frage im Chat stellen, dass Sie im Chat Fragen formulieren. Ich bitte Sie, dann nicht zu viele Bemerkungen reinzuschreiben, die jetzt nicht unmittelbar Fragen sind, weil das ist schwer zu übersehen als Moderator, wenn die Chatleiste sich so schnell verändert. Ich konzentriere mich ja auch auf das Referat und die Aussagen der Referenten und muss parallel so mit einem halben Auge immer gucken, was im Chat kommt. Also ich bitte Sie einfach nur kurz prägnante Fragen dort zu stellen. Sie können natürlich auch, wenn Sie wollen, mündlich eine Anmerkung machen. Außerdem wollte ich jetzt schon darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung immer evaluieren lassen. Da kommt dann im letzten Drittel in der Chat-Funktion von meiner Mitarbeiterin Kim Hildebrand, die Veranstaltung immer mitbetreut, kommt dann ein Link, den kann man sich kopieren oder können den noch anklicken oder auch nachher beantworten. Da werden einfach formal ein paar Fragen, werden Sie zu ein paar Fragen zur Beantwortung aufgefordert, die mit der Veranstaltung zu tun haben, ob sie Ihnen gefallen hat, ob das die Thematik angekommen ist, wie die Referenten vorgetragen haben. Das wäre schön, wenn Sie das nutzen würden, denn nur so können wir unsere Veranstaltung verbessern. Okay, so viel. Dann lassen Sie uns starten und ich übergebe an Professor Zabel das Wort. Herr Professor Zabel, herzlich willkommen nochmal und Sie dürfen beginnen. Ja, vielen Dank erstmal für die Begrüßung. Vielen Dank. Ton müssen wir noch anschalten? Bitte? Jetzt ist er. Ja, okay. Vielen Dank. Entschuldigung. Vielen Dank erstmal für die Einführung. Vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf. Freue mich sehr. Freue mich auch, dass ich zusammen diese Veranstaltung mit Herrn Weingarten machen kann. Bin da sehr gespannt drauf, was wir daraus machen hier. Und versuche jetzt als erstes mal die PowerPoint auf den Bildschirm zu bekommen. Okay, Sie sehen jetzt erstmal die PowerPoint, Sie sehen da mich noch unten drin, das ist jetzt mal so, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich werde einsetzen zunächst mit einem Zitat von Primo Levi und werde dann tatsächlich mich in diesen Kurzvortrag begeben anhand von ein paar Folien, damit Sie auch ein paar Sachen besser nachvollziehen können. Ich kann Ihnen einige juristische Sachen nicht ersparen, werde es aber in Grenzen halten. Beginnen möchte ich also, wie gesagt, mit der kurzen Passage, die ich vorlesen möchte. Am Anfang seines Buches »Die Untergegangenen und die Geretteten« erinnerte Primo Levi an die quälende Furcht, die die Überlebenden von Auschwitz heimsuchte. Sie befürchteten, dass man ihnen nicht glauben würde und sie hatten Angst, dass das Leiden vergessen sein würde, bevor sie aus den Vernichtungslagern flüchten könnten. Diese Befürchtung und diese Angst war ein Echo auf höhnische Bemerkungen einiger SS-Offiziere, die unter anderem von Simon Wiesenthal dokumentiert wurden. Primo Levi formuliert sie folgendermaßen, Zitat, wie auch immer dieser Krieg, also das ist jetzt um die Rede der SS-Offiziere, wie auch immer dieser Krieg einmal enden wird, wir haben ihn schon gegen euch gewonnen. Und auch wenn einige davonkommen, wird ihnen die Welt nicht glauben. Es wird vielleicht Zweifel, Diskussionen, historische Forschung, aber keine Gewissheit geben. Denn wir werden die Beweise zusammen mit euch zerstören. Und wenn zufällig ein Beweis oder irgendjemand von euch überleben sollte, wird die ganze Welt sagen, dass die Ereignisse, von denen ihr berichtet, viel zu ungeheuerlich sind, als dass man ihnen Glauben schenken kann. Man wird sagen, dass es sich um eine Übertreibung der alliierten Propaganda handelt. Man wird euch nicht glauben, sondern uns, die wir alles leugnen werden. Wir sind es, die die Geschichte der Lager diktieren werden. Zitat Ende. Der Text oder das Zitat, was ich hier vorgelesen habe aus dem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten, hat Primo Levi 1986 geschrieben. Primo Levi hat sich 1987 das Leben genommen. Primo Levi war selbst, wie die meisten von Ihnen wissen werden, Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Wir wissen heute auch, dass die gesamte Geschichte, die sich mit Auschwitz-Birkenau, die sich mit dem NS verbindet, in die Verfassung eingegangen ist, also in das, was wir Grundgesetz nennen, also das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar ohne, dass das Grundgesetz in vielerlei Schattierung darauf einginge, sondern es gilt heute, auch wenn man die Protokolle beispielsweise des Parlamentarischen Rates liest, als relativ konsentiert, dass das Grundgesetz, und das kann man auch in den vielfältigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes lesen, dass das Grundgesetz darauf fußt, jedenfalls auch. Und damit ist vor allem eines klar. Das, was die Bundesrepublik mit Blick auf
die nationalsozialistische Vergangenheit ausmacht. Und das ist heute ja, genauso wie vor 10 oder 15 Jahren, ein Diskurs, den wir, jedenfalls diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja, da muss man jetzt gar nicht Historiker sein, der ich ja auch gar nicht bin, dafür habe ich ja gar keine Kompetenzen. Aber dafür interessiere ich mich, dann wissen wir heute, dass es gerade bei der Frage des NS nicht nur darum geht, irgendwas nachzuerzählen, sondern es geht offensichtlich darum, etwas zu vergegenwärtigen. Und es geht also offensichtlich darum, einer Gesellschaft in irgendeiner Weise von einem historischen Bewusstsein zu reden oder ein historisches Bewusstsein in irgendeiner Weise zu perpetuieren, also auf Dauer zu stellen. Und damit gleichzeitig, und das ist vielleicht der stärkste Punkt, den ich machen möchte, vor allem über ein Erinnerungspotenzial, über Erinnerungsressourcen zu sprechen. Ich glaube, und das werde ich im Nachhinein oder im Nachfolgenden versuchen, etwas deutlicher zu illustrieren, dass das, worüber wir sprechen, wenn wir heute über die Leugnung sprechen und vor allem darüber, wenn wir darum kämpfen, dass das als historische Wahrheit eben gerade nicht verleugnet werden soll, dass es etwas damit zu tun hat, wie wir mit Erinnerung umgehen. Und Erinnerungen sind nicht nur irgendwas, auch das können wir sehen, was wir irgendwie aussprechen, was wir einfach nacherzählen, sondern Erinnerung ist offensichtlich etwas, was mit Identitäten zu tun hat, mit dem Selbstbewusstsein oder auch mit der Verselbstständigung von ganz bestimmten Wissen in einer Gesellschaft. Das ist eigentlich relativ selbstverständlich, weil wir es nicht nur an der Shoah erleben, sondern wir erleben es natürlich an vielen anderen Erlebnissen, die mit unserer persönlichen, mit unserer privaten Biografie zu tun haben. Aber es wird umso interessanter, wenn es sich eben tatsächlich mit so einem Ereignis verknüpft wie der Shoah. Und man kann verschiedene Fragen daran knüpfen. Man kann sich erstmal fragen, wie gehen Staat, Gesellschaft und wir Einzelne eigentlich mit so einer Inhumanitätsgeschichte um? Und ich verwende hier das Wort, was ich bei Theodor Adorno lesen konnte und was man bei Theodor Adorno ja auch immer wieder finden kann, nämlich wie kann es eigentlich Inhumanität geben, die sich als Geschichte in eine Gesellschaft einschreibt und mit der wir umgehen müssen in irgendeiner Weise, die wir einfach nicht irgendwie nur liegen lassen können. Zweitens, wie kann, nochmal mit Theodor Adorno gesprochen, wie können wir Leiden beredt machen? Und ich glaube, das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die dann letztlich auch in dieses Recht, also das, was wir die sogenannte Auschwitz-Leugnung im § 130 Absatz 3 StGB nennen, was bedeutet es eigentlich, mit Leiden umzugehen? Nämlich mit Leiden, die wir aus der Geschichte kennen und Leiden, die sich möglicherweise aber auch noch mit der Gruppe verbindet, die das betrifft. Ja, also die Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik Deutschland. Und vielleicht letztens, was heißt es eigentlich, dass eine Gesellschaft heute darüber streitet? Also inwieweit und in welcher Form können wir eigentlich über Erinnerung, über Vergangenheit, über Geschichte streiten? Und das führt mich dann im Grunde auch schon sozusagen in medias res, also in das Problem, wie gehen wir eigentlich als eben auch Rechtsgesellschaft mit dieser Problematik, mit diesem Thema um. Ja, und ich setze mal ein, ich hatte ja schon gesagt, ich bin weder Historiker noch Künstler, sondern ich versuche mich als Rechtswissenschaftler mit diesem Problem aus verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und ich nähere mich mit Ihnen gemeinsam in drei Schritten, die ich jetzt nicht als, das ist gar keine Gliederung, sondern will sozusagen nur einen Einstieg leisten. Man kann im Grunde über die Frage der Erinnerung, der Erinnerungskultur oder wenn man es mit Aßmann sagen will, der Gedächtniskulturen einerseits aus der Perspektive der Politik, der Wissenschaft, der Kunst sprechen. Das kann ich eigentlich nicht. Ich will das hier nur kurz skizzieren. Also man kann sich darüber Gedanken machen, was Politik eigentlich leistet im Rahmen von Denkmalspolitiken beispielsweise oder überhaupt dem Öffentlichkeit, Öffentlichmachen von Handeln und Urteilen in Bezug auf diese Geschichte. Vor allem aber die Wissenschaft. Ja. Denken wir nur an Sol Friedländer, denken wir an Raoul Hilberg, ja, wenn wir also prominente Namen verwenden wollen oder eben auch an Elie Wiese. Ja. Also Personen, die in diesem Bereich sich verdient gemacht haben, aber vielleicht nicht nur verdient, ja, sondern die überhaupt gekämpft haben auch, um eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Erinnerungsform überhaupt in Gesellschaften sichtbar zu machen. Und ich glaube, es geht vor allem um Sichtbarkeit. Ja, in verschiedener Form. Und schließlich natürlich die Kunst als eine ganz eigenständige Form der Sublimierung und vor allem auch der ästhetischen Akt oder wie Celan es beschrieben hat, als ein Martyrium des Erinnerns. Ja. Und Paul Celan ist vielleicht einer, der uns vielleicht am ehesten einfällt, aber es gibt natürlich unzählige Männer und Frauen, Jüdinnen und Juden, Deutsche und Nichtdeutsche, die sich mit diesem Problemfeld auseinandergesetzt haben, die damit Ruth Klüger beispielsweise oder denken wir an Jorge Semprún
oder vielleicht auch den kürzlich verstorbenen Imre Kertész. Ja, also einfach, damit man auch weiß, in welchem Rahmen wir uns bewegen, wenn wir das oder wenn wir darüber sprechen. Der zweite Punkt ist die Geschichte und die Verantwortung leben. Also wie gehen wir damit um? Das ist ja höchst problematisch. Herr Klose hat es eingeführt. Was machen wir eigentlich? Wir sind ja nicht nur eine Rechtsgesellschaft, wir sind ganz vieles. Ja? Wir haben viele Lebensformen. Also wie thematisieren wir das? Und Sie kennen das vielleicht auch, diese Frage, wie viel an Erinnerung soll es eigentlich geben? Was ist eigentlich gut? Und viele von uns kennen auch die Friedenspreisrede von Martin Walser aus 1998 und den sich daran anschließenden Disput mit Ignaz Bubitz. Also gerade daran auch sozusagen diese Bedeutung dessen, wie erinnert der Einzelne eigentlich? Und wie streitet man über Erinnerung? Und wo gleitet das ab in Stereotypen, in Klischees und so weiter? Und das Letzte, und das führt mich jetzt tatsächlich in das Recht rein, die Verantwortung sanktionieren. Das ist für das Recht zunächst mal relativ normal, könnte man sagen. Es ist das Kleingeld, es sind die Mühen der Ebene, dass das Recht sich darüber unterhält, wie man Verantwortung übernimmt oder wie man Verantwortung zuweist. Und es ist vor allem dort so, wo wir über das Strafrecht sprechen. Wenn wir über das Strafrecht sprechen, und ich bin eigentlich nur kompetent, mich sozusagen in Bereichen des Strafrechts zu bewegen, dann ist es, wenn wir uns in diesem gesamten Bereich des Erinnerns, der Vergangenheitsbearbeitung, ich verwende nicht den Begriff der Vergangenheitsbewältigung, der Vergangenheitsbewahrung oder Verarbeitung, dann gibt es zwei große Bereiche, die da eine Rolle spielen. Das ist der große Bereich der Beleidigung und der Volksverhetzung. Ja, so heißen die beiden Tatbestände, also die Gesetze, im Recht, mit denen das vor allem verhandelt wird. Und jetzt können wir vielleicht zunächst mal sehen, der ursprüngliche Titel der Veranstaltung heißt ja das Unsagbare und das Paradoxe schon, dass wir eigentlich hier sehen, und das ist ja nicht nur eine Paradoxie des Rechts, ist, dass wir natürlich, dass es natürlich das Unsagbare als solches in der Gesellschaft gar nicht gibt. Sondern die Frage ist vor allem das Recht, für das Recht, die Frage, wenn jemand was sagt, von dem wir meinen, dass es vielleicht in der Weise nicht gesagt oder jedenfalls anders verhandelt werden sollte, wie gehen wir damit um? Das heißt, wir haben ein Problem mit dem, wie gesprochen wird. Ja? Und dieses, wie gesprochen wird oder warum so gesprochen wird, warum es, und Judith Butler hat in ihrem Band Anfang der 90er Jahre von Hass spricht, gesprochen in dem Buch, und vielleicht ist eine erste Annäherung an das, was wir eigentlich hier juristisch verhandeln, dass wir voraussetzen, dass wir in einer Gesellschaft normalerweise versuchen, Kontroversen, und zwar gerade auch Kontroversen gesellschaftlicher Art, politischer Art, jeglicher Couleur, dass wir versuchen, die in einem Diskurs zu klären. Und das kann mit harten Bandagen passieren. Dafür ist Demokratie gemacht. Demokratie ist nicht nur eine Beispieldemokratie, sondern ist eine Demokratie, die was aushalten muss. Ja, Juristinnen und Juristen nennen das gerne wehrhafte Demokratie. Aber es gibt Grenzen offensichtlich, die man jedenfalls im Recht oder offensichtlich auch in der Politik für wichtig hält. Und das ist dann der Fall, wenn tatsächlich bestimmte Grenzen überschritten werden. So heißt das nämlich, wenn eine Gesellschaft gerade nicht mehr frei von existenzieller Angst, Diskriminierung, von Aggression, Hass und Gewalt ist. Ja? Oder wenn das gerade an bestimmte Gruppen und Minderheiten adressiert wird. Ja? Also das betrifft jetzt tatsächlich aber gar nicht nur die Leugnung der Shoah, sondern es betrifft natürlich in vielerlei Hinsicht Äußerungen auch gegen ganz andere Gruppen. Ja? Denken wir gerade an Homosexuelle oder an bestimmte Minderheiten, die es ansonsten in der Gesellschaft gibt, die sich aber tatsächlich gerade dann dadurch angegriffen, nicht nur fühlen, sondern angegriffen werden. Und hier der Gesetzgeber oder das Gesetz einschreiten möchte, um gerade das zu verhindern. Und auf der anderen Seite, das sehen wir unten, haben wir dann zwei Fachbegriffe, die ich nur kurz einführe, nämlich Ehrverletzung und Klima. Das sind klassische Begriffe, die Juristinnen und Juristen verwenden, wenn sie gerade von Beleidigung, Volksverhetzung, oder auch der Leugnung von Völkermorden, Genoziden und Ähnlichem sprechen. Ja, das heißt einerseits die Attributierung der Ehre als einem Achtungsanspruch, der jedem Menschen zukommt. Selbstverständlich, würden wir sagen. Und andererseits das Klima, nämlich der Hinweis darauf, dass wir ein Klima, und zwar ein Klima der Nichtangst, ein Klima des Friedens oder jedenfalls des Dialogs haben, was auch immer im Einzelnen Dialog oder Diskurs heißen möge. Ja? Aber etwas, wo man miteinander noch spricht und nicht den anderen nur beleidigt oder verletzt. Ja, das ist genau der Hintergrund, in dem wir uns bewegen, wenn wir tatsächlich jetzt diese Scharnierstelle oder diese Grenze betrachten. Und jetzt
zeige ich Ihnen nur, ich werde Ihnen also ersparen, den gesamten Tatbestand der Volksverhetzung, auf den ich mich hier jetzt beschränke, im Einzelnen vorzuführen. Das wird erstens relativ öde und zweitens werden wir es zeitlich nicht schaffen. Aber ich werde Ihnen schon kurz diese Formulierung vorstellen, von denen ich meine, dass sie uns für dieses Thema etwas bedeuten. Und die zentrale Formulierung von § 130 Absatz 3, das ist sozusagen der Kern, die Kernformulierung der sogenannten Auschwitz-Leugnung, der Leugnung der Shoah, da heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren und mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, der in § 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches, da sind dann diese Handlungen beschrieben, bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Das heißt, wir sehen hier zunächst mal die Grundformulierung, da gibt es verschiedene Alternativen, das sehen Sie, die lasse ich jetzt alle mal außen vor, die Billigung und die Verharmlosung. Mir kommt es jetzt oder uns kommt es jetzt vor allem darauf an, dass wir uns konzentrieren auf diese Rede, die, und auf bezogen nochmal auf den Titel der Veranstaltung, eben tatsächlich etwas Unsagbares eigentlich sein soll, nämlich das Leugnen der Shoah. Wir sollten politisch sehen, diese Vorschrift ist erst 1994 eingeführt worden. In das Gesetz war vorher in der Weise, also nicht im Gesetz, was nicht heißt, dass bestimmte Handlungen auch schon damals anderweitig bestraft wurden. Nach dieser Vorschrift werden im Jahr allerdings nur zwischen 40 und 60 Menschen überhaupt verurteilt. Also das heißt, der Anwendungsbereich der Norm ist relativ schmal oder gering. Was können wir aus dieser Norm ableiten oder was ist daran das Interessante? Also erstmal ist interessant, wenn wir über dieses Unsagbare sprechen oder die Frage das Sagbare des Unsagbaren, dann müssen wir sehen, es geht zunächst mal darum, dass das Gesetz, und das ist das Problem vielleicht schon, dass das Gesetz vorsieht, dass es jemand sein muss, der tatsächlich ein Nichtwissenwollen der Wahrheit oder ein Kaufnehmen der Unwahrheit sozusagen intendiert. Ja? Ein Nicht-Wissen-Wollen der Wahrheit oder ein Kaufnehmen der Unwahrheit. Ja? Das heißt, wir sehen hier einen Komplex des Handelns, den man beispielsweise in Amerika versteht, man diese Norm überhaupt nicht. Ja? In den Vereinigten Staaten wäre alles das, was wir unter diesem Rahmen und subsumieren oder rubrizieren, überhaupt nicht strafbar. Das heißt, klar, wir haben in Deutschland diese Geschichte und das ist doch immer wieder auch in den Gesetzesmaterialien sichtbar und es ist auch politisch gewollt, dass genau diese Art und Weise des Handelns, des Sprechens eben gerade keine öffentliche, und das muss man ja immer sagen, was jemand zu Hause macht, steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Und darauf werde ich nochmal zurückkommen. Aber jedenfalls als ein Reden im öffentlichen Raum soll gerade dieses Wissentliche gegen eine festgestellte Wahrheit, eine Tatsachenwahrheit agieren, gerade untersagt oder eben sanktioniert werden. Und hier jetzt kommen wir natürlich dann schon in die Untiefen juristischen Handelns und Urteils. Denn es ist natürlich durchaus ein Problem. Ja? Was ist mit einer historischen Wahrheit im Strafrecht überhaupt? Das Strafrecht interessiert in der Regel die historische Wahrheit relativ selten. Sondern es geht, wenn überhaupt, nur um Vergangenheit, nämlich um die Vergangenheit einer bestimmten Tat. Die historische Wahrheit steht also bei diesen Tatbeständen, die wir ja haben, bei diesem Handeln, bei diesem Leugnen, immer im Hintergrund und ist deshalb als solches schon eine Art Politisierung des Rechts. Das kann man so wollen und es ist ja offensichtlich auch in Deutschland tatsächlich so gemacht. Man muss damit aber gleichzeitig auch sehen, dass man sich Probleme einfängt. Denn die Gerichte werden heute ja gar keinen Beweis mehr erheben. Normalerweise wird ja auch im Gericht Beweis erhoben über das, über was dann geurteilt wird. In der Regel ist es aber hier so, dass die historische Wahrheit vorausgesetzt wird. Und zwar auch deshalb, weil man heute von einem Konsens ausgeht, innerhalb dessen man sagen kann, die historische Wahrheit ist, dass dieser Holocaust, dass die Shoah stattgefunden hat. Und zwar jeder und jede, die das Gegenteil behauptet, muss das selbst beweisen. Und die heutige Maßgabe im Rahmen des Rechts ist aber so, dass es dagegen überhaupt keinen Beweis gibt oder keinen Beweis geben kann. Deswegen finden heute im Rahmen solcher Verhandlungen auch gar keine Beweisaufnahmen statt, sondern Gerichte wenden sich in der Regel sofort an die geltende historische Wissenschaft beziehungsweise als das, was in der Gesellschaft als solches, als, jetzt könnte man sagen, als das Sprechen über die Zeit des Nationalsozialismus als konsentiert gilt.
Und da sehen wir schon aber das Problem, nämlich, dass wir damit aber auch gleichzeitig, was wir sonst ja in keinerlei anderen strafrechtlichen Normen haben, dass wir eine bestimmte Redeweise darüber komplett, das heißt also überhaupt nicht gelten lassen. Das heißt, strafrechtlich wird das überhaupt nicht zur Geltung, also hat das gar keine Geltung, es wird auch gar nicht gehört. Insofern haben wir es hier aber, und das sind die zwei Punkte, die ich interessant finde, mit einer Art Erinnerungsschutz zu tun. Wir können auch sagen, ein Erinnerungsschutz, der gleichzeitig ein Identitätsschutz ist, nämlich möglicherweise einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen oder eben auch von Nachkommen. Und schließlich geht es auch gar nicht nur um Vergangenheit. Das sollte man eben schon sehen. Wenn wir so eine problematische Norm haben, ja, also eine Norm, die sich ja tatsächlich auf eine Vergangenheit bezieht, was für das Recht unüblich ist, dann haben wir es aber tatsächlich nicht nur mit einer Vergangenheit zu tun, sondern vor allem mit der gemeinsamen Gegenwart und Zukunft. Das Leugnen wird also als Angriff auf die gemeinsame Gegenwart und Zukunft, nämlich einer Gesellschaft, in der wir alle leben, verstanden. Und deswegen, wenn man der Norm eine Legitimation geben möchte, dann sollte es einerseits die Frage des Erinnerungsschutzes und des Identifikationsschutzes sein. Und andererseits sollte man sehen, dass die Norm tatsächlich eine Gegenwarts- und eine Zukunftsperspektive hat, dass das Leugnen möglicherweise auch ein Vergiften einer Gesellschaft bedeuten kann. Wobei man sich auch fragen kann, ob eine Gesellschaft das aushalten müsste unter Umständen. Ja, also das wäre zum Beispiel ein Punkt, über den man diskutiert, und der wird ja auch immer wieder diskutiert, sollte eine Gesellschaft das aushalten? Der große Historiker Carlo Ginzburg beispielsweise, ein italienischer Philosoph und Historiker, der hat gesagt, eine Gesellschaft muss das aushalten. Wir können nicht eine autoritäre Feststellung einer historischen Wahrheit zulassen. Eine historische Wahrheit muss durch sich wirken. Eine historische Wahrheit wird nicht durch das Recht zur historischen Wahrheit, sondern dadurch, dass wir sie anerkennen. Ja. Also darin sehen Sie die Spannung, in der sozusagen das Recht selbst steht. Und damit komme ich noch zum zweiten Aspekt, nämlich der Holocaust und die Würde der Opfer. Es gibt also noch eine Verherrlichungsalternative im § 130 Absatz 4 im Rahmen also der Volksverhetzung. Da steht dann, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht und rechtfertigt. Diese Norm ist erst 2005 ins Gesetz gekommen. Und daran sehen Sie vielleicht auch, was in den letzten 20 Jahren tatsächlich im Strafrecht passiert ist, dass diese Norm tatsächlich jetzt im Gesetz erscheint. Ja, also hat das eine Bedeutung beispielsweise. Und interessant auch, dass im Jahr circa 2 bis 5 Personen von dieser Norm erfasst und aufgrund dieser Norm verurteilt werden. 2 bis 5 Personen. Wenn man sich diese Norm ansieht, und dann bin ich auch fast am Ende, wenn man sich diese Norm ansieht, dann sieht man einerseits, es geht offensichtlich um ein würdemissachtendes Verhalten. Das heißt also, die artikulierte Art und Weise, wie ein Geschichtsbild zum Ausdruck gebracht wird, von dem man ausgeht, dass dagegen eine Tatsachenwahrheit steht, stellt als solches, so sagt das Gesetz, eine Würdemissachtung dar. Damit eine Verletzung des Respekts und der Anerkennung einer anderen Gruppe, anderer Personen und so weiter. Und jetzt sehen wir hier nochmal die Spannungssituation. Auf der einen Seite, deswegen steht oben drüber die freie Meinung und die Verletzlichkeit der anderen. Denn man kann diese Norm, die hochproblematisch ist, weil sie tatsächlich eine ganz bestimmte inhaltliche Meinung zum Gegenstand einer Beschränkung macht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Norm 2009 für verfassungsgemäß erklärt, aber hat das mit einem sehr großen Argumentationsaufwand überhaupt gemacht, den ich jetzt hier im Einzelnen nicht darstelle. Das Problem der Norm ist insbesondere, dass wir auf der einen Seite die Meinungsfreiheit haben, und jetzt komme ich mal zum Kern des Anliegens, die diese Reihe ja auch hat, dass wir auf der einen Seite also die Meinungsfreiheit haben, die durch die Verfassung geschützt wird, Artikel 5 Absatz 1, und damit auch ein Diskriminierungsverbot auf der einen Seite haben, nämlich dass man Leuten von vornherein sagt, du darfst das nicht sagen, und auf der anderen Seite aber eben jetzt die Verletzung oder die Verletzlichkeit einer anderen Gruppe. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dann entschieden dafür, nämlich mit vor dem Hintergrund der Verfassungsmäßigkeit der Norm zu sagen, dass gerade eben das Diskriminierungsverbot einer besonderen Meinung eben dann nicht mehr gilt, wenn diese Meinung selbst andere in einer Weise diskriminiert, dass sie damit tatsächlich aber eine Würdemissachtung realisiert.
Und das ist genau sozusagen das, weshalb man heute sagt, mit Blick auf diese Würde, und zwar die Würde als Einzelner der Gruppe und die Würde als gesamte Gesellschaft, ja, ist es das, was diese Norm rechtfertigen soll. Dann sehen Sie ja auch die Ausnahme, die das tragen soll. Angriff auf die gegenbildlich identitätsprägende Bedeutung der NS-Menschenheitsverbrechen. Und wir sehen da nochmal das Narrativ, was eigentlich dahinter steht. Und das Narrativ ist genau, dass es diese Identitätsbildung gibt und dass eine Gesellschaft, die Bundesrepublik, offensichtlich auf diesem Narrativ fußt und dass es tatsächlich durch das Recht wird dieses Narrativ abgesichert. Ja? So ist die offizielle Lesart. Man kann es auch anders sehen, ja? Oder etwas anders. Man kann sagen, natürlich gibt es die freie Meinung, aber möglicherweise will ein Recht, nämlich das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, damit auch zum Ausdruck bringen, dass es eine Solidarisierung mit einer anderen Gruppe gibt. Eine Solidarisierung, die man gerade durch diese Norm, die man gerade mit dieser Norm bestärken will. Das heißt also, man kann auch überlegen, ob tatsächlich die Haltung eines Rechts auch ein Ausdruck einer Gesellschaft sein soll, wie man also einerseits mit einer Geschichte umgeht, andererseits aber auch mit der Gegenwart. Ja, denn es geht nie bloß um Geschichte. Und damit bin ich bei meinem letzten oder vorletzten Punkt. Und ich möchte nur den letzten Punkt hier näher betrachten. Bei den letzten anderen beiden Punkten kann man gegebenenfalls auch noch in der Diskussion diskutieren. Wird der Rechtsstaat hier tätig? Und das ist vielleicht der letzte Punkt, der mich hier wirklich interessiert. Wird der Rechtsstaat tätig, weil die plurale Gesellschaft eine Ethik gemeinsamer Verantwortung nicht mehr selbst hervorbringen kann? Das heißt also, die Frage, die sich doch an die ganze Debatte, die im Recht stattfindet, gerade um die Frage der Auschwitz-Leugnung und die Frage, ob die Autorität des Rechts es ist, die dafür einstehen muss, die für die Sagbarkeit oder die Unsagbarkeit oder sagen wir mal für die Sprachgewalt, wie ich es genannt habe, einstehen muss, ob das auch vielleicht deshalb eine Folge dessen ist, dass sich eine moderne liberale Gesellschaft sich möglicherweise auf eine gemeinsame Verantwortung, eine Ethik gemeinsamer Verantwortung gar nicht mehr einigen kann oder sie selber gar nicht hervorbringen kann. Das könnte man als These oder mal als kontroverse Frage in den Raum stellen. Und das Zitat, was ich damit, und das ist dann wirklich die letzte Folie, die ich habe, die ich damit verbinde, ist ein Zitat, ich habe mit einem Zitat angefangen und ende mit einem von Ernst Wolfgang Böckenförde. Ernst Wolfgang Böckenförde hat in etwas anderem Zusammenhang gesagt, wir werden uns als Gesellschaft und als Staat, und zwar Staat der Bundesrepublik, aber das muss gar nicht die Bundesrepublik sein, nur dann zu bestimmten Problemen und zu bestimmten Fragen, die existenzielle Fragen sind, einer Gesellschaft verhalten, wenn wir es nicht einfach dem Staat so überlassen. Und er schreibt, der freiheitlich-säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er nur bestehen, wenn sie die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Gesagt ist damit, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft selber einstehen für das, was wir eigentlich selber wollen. Das Recht kann nur eine Notlösung sein und muss es vielleicht zu manchen Zeiten und zu manchen Gelegenheiten. Das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es die Gesellschaft selbst und wir, es ist nicht irgendeine Gesellschaft, wir werden es schon selber leisten müssen und wir müssen uns auch selber darüber klar werden, welche Formen von Erinnerung, welche Formen von Inhumanität wir verhindern wollen einer Gesellschaft, gegen was wir auch selber angehen wollen. Und dass es das immer wieder gibt, in Halle und so weiter, also ich muss ja gar nicht so weit zurückgehen, da müssen wir uns ja gar nicht drüber streiten, sondern die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft, die wir viele unterschiedliche Interessen haben, da miteinander umgehen? Und damit bin ich am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sabe, vielen Dank für den schönen Vortrag und für die vielen Anregungen. Wir werden gleich darüber diskutieren. Ich übergebe Herrn Rabbiner Weingarten das Wort. Bitte schön, Herr Weingarten. Danke, Professor Zabel. Es gibt eine berühmte Geschichte von Rabbiner Israel Meir Kagan, der lebte am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts. Diese Geschichte war während des Ersten Weltkriegs. Er war so an der Grenze, also er wohnte in ein kleines Dorf Radin, heute ist das in Weißrussland. Und
Er hatte in seiner Yeshiva, in seiner Schule, hatte er mehrere polnische Studenten, die dort waren. Und die wurden zum Gericht, die wurden festgenommen und die Regierung wollte die Studenten als Verräter beurteilen. Und Rabbiner Kagan ist besonders gekommen, um als Zeuge zu sein, ihre Persönlichkeit zu, über ihre Persönlichkeit zu sprechen. Und als der Anwalt diesen Gerichtsprozess ihm vorgestellt hat, sagte er zum Richter: Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, der niemals gelügt hat. Und dann fragte der Richter den Anwalt: Glauben Sie wirklich, dass der Rabbiner niemals gelügt hat? Also wirklich niemals? Und der Anwalt sagte: Eigentlich nein, ich glaube es auch nicht. Aber auf ihm erzählt man das. Auf uns beide erzählt man sowas nicht. Rabbiner Kagan hat mehrere Bücher geschrieben über die Themen Lashon Hara, üble Rede. Und er hat versucht, von einer religiösen Perspektive zu zeigen, wie wir das sehen von unseren Quellen, was erlaubt ist zu sagen, was nicht erlaubt ist zu sagen, in welchen Umständen darf man was Negatives über andere Menschen sagen. Und er hat viele Bücher verfasst. Es gibt eine Geschichte, als er in ein Dorf angekommen ist, seine Bücher zu verkaufen. Und dann stand so auf der Schild, stand dort: Der berühmte Rabbiner Kagan ist gekommen und der hat Bücher verfasst auf alle Teile von Shulchan Aruch. Shulchan Aruch ist eine halachische Zusammenfassung von Regeln im Judentum. Und bis diesen Zeitpunkt hat er eigentlich, er sollte 6 Bücher rausgeben, er hatte nur in diesem Zeitpunkt 4 oder 5 Bücher rausgegeben. Und als er dieses Schild gesehen hat, dass er alle 6 Bücher rausgegeben hat, nahm er einen Kugelschreiber und hat darauf geschrieben, auf diesem Schild: Bis jetzt gibt es nur 4 und die anderen 2 kommen noch. Das war ein Beispiel zu zeigen, die Wahrheit zu reden und generell zu beobachten, was wir sagen, dass die Sachen, die wir sagen, wirklich genauso sind. Also Professor Zabel hat natürlich über eine juristische Perspektive gesprochen. Ich kenne mich nicht sehr gut aus. Ich bin in New York aufgewachsen, wo wir Free Speech hatten. Aber ich bin auch in einer sehr orthodoxen Familie aufgewachsen, wo wir wussten immer, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht sagen dürfen. Auch ziemlich einfache Sachen. Zum Beispiel im Judentum sind Zinsen für Geldleihen nicht erlaubt. Und das geht zurück, es geht auch zu sehr Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn jemand mir 100 Euro leiht, darf ich nicht Danke sagen, weil das zählt nach den jüdischen Regeln als ein als Zinsen sozusagen. Von einer juristischen Perspektive natürlich ist das nicht so. Ich kann natürlich sagen, ich darf mich nicht bedanken, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist schon, also wir haben schon im Judentum sehr kreative Wege, wie wir mit den Regeln umgehen können. Aber wir haben zum Beispiel auch an Schabbat, ja. An Schabbat gibt es viele Sachen, die wir nicht tun dürfen, als Juden, zum Beispiel Licht anmachen. Und das ist für Nichtjuden erlaubt. Das heißt, wenn ein Nichtjude bei mir zu Hause ist, dann darf er natürlich die Licht anmachen und alles ganz normal. Und wenn ich schlafen gehen möchte, darf ich nicht einem Nichtjude sagen: Kannst du bitte die Licht ausmachen? Sondern ich darf nur so einen Hinweis geben, sagen: Ja, naja, es ist ein bisschen viel Licht hier und ich möchte schlafen. Also ich darf es auch nicht direkt sagen. Wenn ich das direkt gesagt habe, darf ich das auch nicht benutzen. Das heißt, wir haben schon diese Beobachtungen, was genau wir sagen, welche Formulierung wir das sagen dürfen. Wir haben zum Beispiel auch in Judentum haben wir, Juden sind verpflichtet, 613 Gebote und Verbote einzuhalten. Und wir haben nach der jüdischen Tradition auch eine Liste von 7
Geburte, Verbote von Nichtjuden. Das heißt, wenn Nichtjuden, nach der jüdischen Tradition, wenn Nichtjuden diese 7 Gebote einhalten, dann gehen sie auch in den Himmel. Und auf dieser Liste Nummer 2 heißt Gott fluchen. Das heißt, das ist nicht erlaubt für alle. Und wir haben natürlich die berühmte Geschichte, was wir in der Bibel haben. Das haben wir in Levitikus 24, 10. Ich würde das kurz vorlesen, oder also Screenshare kann ich nicht machen. Ich muss Co-Host sein. Herr Klose, können Sie mich bitte Co-Host machen, damit ich was hier zeigen kann? Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt muss es funktionieren, das ist richtig. Kriegen Sie es hin? Sie müssen unten auf Bildschirm freigeben gehen. Und dann auf die entsprechende Feld, was Sie zeigen wollen. Genau. Perfekt. Das ist diese Geschichte von der. Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Kinder Israel und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachen sie ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Schulamit, eine Tochter Dibris von Stamm Dan. Und legten ihn gefangen, bis ihren klare Antwort wurde durch den Mund des Herrn. Das heißt, wir haben hier eine Situation. Jemanden ist eine Sünde begangen und Mose wusste nicht, was die Strafe ist. Also wir haben das mehrmals in der Bibel, das ist eine der berühmtesten. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen. Und sage zu den Kindern Israel: Wer seinen Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, das ist schon weiter. Und dann geht es zu, am Ende sagte Mose aber sagte es den Kindern Israel und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. So taten die Kinder Israel, wie der Herr es Mose geboten hatte. Das ist natürlich etwas Kompliziertes heute zu erklären im 21. Jahrhundert. Jemand hat etwas gesagt und wir müssen ihn steinigen. Aber wir müssen natürlich immer, wenn wir Bibeltexte oder religiöse Texte lesen, müssen wir das alles in richtige historische Zusammenhang lesen. Und erstmal müssen wir verstehen, dass Todesstrafe war damals ganz normal. Und das ist natürlich ein religiöser Text. Das heißt, Gott ist sehr wichtig, Religion ist sehr wichtig, Gott fluchen ist sehr nicht erlaubt. Und anscheinend haben die Leute, die mit diesem Text gelebt haben, das auch verstanden. Aber wenn wir das heute lesen,
Und das sage ich immer generell zu, wenn wir Bibeltexte lesen oder alte religiöse Geschichten. Wir müssen immer versuchen zu sehen, was können wir daraus lernen? Wie ist das uns relevant für heute? Ja, heute haben wir keine Todesstrafe, auch wenn es in der Bibel steht, machen wir das nicht heute. Wir machen das schon seit etwa 2000, 2500 Jahren nicht. Aber die Grundkonzept von nicht alles ist erlaubt zu sagen. Es gibt einige Sachen, die wir nicht sagen können oder dürfen, weil es andere Leute verletzen kann, weil wir eine Reihe von Terrorattacken anführen können oder weil es andere Leute zu Gewalt führen können, kann oder einfach weil es nicht nett ist, nicht schön. Und ich glaube, dass wenn wir, das kennen Sie, Herr Klose, besser sagen, von der christlichen Religion, wie Jesus gesagt hat, ihr müsst darauf mehr achten, was ihr von euren Munden raussagt und nicht, was ihr isst, oder nicht so viel, was ihr isst. Und wenn wir generell darüber nachdenken, über was wir sagen und in welche Situation wir das sagen und zu wem wir das sagen und was möchten wir mit unseren Wörtern schaffen, dann glaube ich, das würden wir alle davon profitieren. Und ich glaube auch, dass es uns generell bessere Menschen macht, wenn wir vorsichtig sind, unsere Zunge abzuhüten und generell vorsichtig zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Rabbiner Weingarten. Spannend, auch jetzt in Bezug auf unsere jetzige Diskussion, gerade auch die Gotteslästerung. Da haben wir sicher Angriffspunkte, über die wir schnell miteinander diskutieren können.